So, ich würde mal sagen, weiter geht's zu einer neuen Folge im wunderbaren Caves and Cliffs Update. Die Sonne geht gerade unter, denke ich. Also schlafen wir mal ein bisschen. Und dann schauen wir mal, wie weit unser Eisen ist. Es ist fertig. Ist das nicht großartig? Okay. Das heißt, wir könnten uns jetzt mal... wir brauchen ein neues Werkzeug, weil wir brauchen eine Axt, um das Holz abzubauen. Machen erstmal keine Eisenaxt, sondern eine Steinaxt. Das sollte reichen. Siehst du, die Bäume sind auch fertig gewachsen. Und dann können wir gucken, ob wir heute vielleicht zum Mittelpunkt der Erde kommen oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. Okay. So. Was nehmen wir den hier? So. Haben wir... Dann nehmen wir halt den Stein, was soll's. Damit wir den Baum ganz abbauen können hier. Denn nur wenn wir alles Holz entfernen, fallen die restlichen Blätter, an die wir gleich nicht mehr rankommen, von alleine runter. Ansonsten hat man dann immer so eine schwebende Baumkrone, die in der Luft steht. Ich finde das persönlich immersionsbrechend. Um in der Sprache unserer Zeit zu bleiben. Jo, so, dann gucken wir mal, ob wir jetzt da oben rankommen. Nee, tun wir natürlich nicht. Schweine. Was wir mal machen könnten, ist, wir könnten wieder nach Seetang tauchen, damit wir ein bisschen was zu essen haben. Man stelle sich das in der Realität vor. Ich hüpfe auf der Stelle, um an das Holz oben hier ranzukommen. So, also das ist alles. Hallo, Schaf. So, sammeln wir das mal alles ein, damit wir wieder ein paar Bäume pflanzen können gleich. Ja, und hier oben ist natürlich noch... So. Ein Holz, an das ich nicht rankam. Bräuchte ich nicht machen hier mit der Axt, aber es beschleunigt halt alles, sonst muss ich warten, bis alles unten ist. So. Also, 10 Stück, das sind auf jeden Fall schon mehr, als ich vorher hatte. Und ist gerade noch ein Baum fertig geworden. Oh, und das war's auch für die Axt. Und ein Apfel, siehst du, habe ich was zu essen hier. Versetzt, genauso wie die
Eichen hier. Und den Rest packen wir in eine Kiste für Notfall. So. Ja, da ist auch noch einer. Sehr gut. Hier noch irgendwas runtergefallen? Ja. Okay. Gut. So viel dazu. Packen wir in unsere tolle Kiste. Und dann machen wir uns noch mal zwei Steine und eine Eisenaxt und ein paar Fackeln. So, eine Eisen, falls wir tatsächlich Rohstoffe finden, die es wert sind, dass wir sie damit abbauen können, beziehungsweise die erfordern, dass wir sie damit abbauen. Und noch ein paar Fackeln. So. Und das bleibt hier. Und dann gehen wir mal wieder runter in unser Loch. Ach Gott, das ist doch schon wieder alles zu niedrig hier. So, da kommt das Wasser, das heißt, wir sind wieder auf Meeresspiegel, sehr schön. Können wir vielleicht auch mal irgendwie anders regeln, dass ich da eine Tür hinbaue oder eine Falltür oder irgendwas, was das Wasser aufhält, damit man nicht gleich im Wasser steht. Wäre ganz gut. Da war unser Eisen und hier sind wir. Das sollte man übrigens nie machen, den Stein kaputt machen, auf dem man steht, weil es kann halt sein, dass da unter gar nichts ist. Hier haben wir eine natürliche Höhle entdeckt, die runterführt. Ach du meine Güte. Ach du lieb. Ach du meine Fresse. Okay, Creeper. Eieiei. Okay, der kommt hier nicht hin. Sehr gut. Das heißt, ich kann in aller Ruhe das Eisen abbauen. Wir bräuchten am besten einen Bogen. Ah, okay, oder wir... lassen den explodieren. Da unten wächst doch irgendwas. Warte mal. Also hier. Gott, ist die Höhle riesig. Eieiei. Was ist das da unten? Sind das Augen? Oh, nee, das ist... Okay, also hier haben wir Kupfer, wozu auch immer wir das jetzt schon brauchen, aber nehmen wir mit, ist ein Rohstoff. Dann gucken wir am besten mal hier, gehen wir seitlich rum und, ah, siehst du, hier ist Lapislazuli, dazu brauchen wir, glaube ich, das Eisen. Mann, Mann, Mann.
Okay, gehen wir hier rum. Gucken, ob wir hier noch irgendwelche Rohstoffe finden. Ist noch ein bescheuerter Creeper. Okay. Den haben wir auch erledigt, quasi. Oder er sich selbst lieber. Und noch mehr Eisen, sehr gut. Was ist hier? Okay, hier ist Ende Gelände. Na gut. Eisen, 44 Kupfer und tatsächlich 23 Lapis Lazuli schon. Das ist immerhin eine Ausbeute, ja. So. Aber hier ist, das war's dann. Das war alles, was hier rumliegt, scheinbar. Oh nein, hier ist noch mehr Lapis Lazuli. Wie gesagt, kann ich noch nicht wirklich was mitmachen. Aber nehmen wir mit. Interessante Höhle, ja. So, wo kamen wir jetzt her? Da oben. Also hier. Geht's da runter? Wenn wir hier einfach gerade runtergraben, müssen wir an der Höhle vorbeigraben. Werden nicht in Wasser ertrinken. Ist die Frage, ob ich das erstmal hochbringe hier alles. Nicht, dass mich irgendein Creeper umbringt. Und das alles weg ist. Das wäre tragisch. Denn ich bin nicht mehr voll mit Gesundheit und da ich kein Essen habe, heile ich auch nicht. Oh, es regnet. Und es ist dunkel. Okay. Müssen bald eine neue Kiste bauen, glaube ich. Ja, schlafen heilt einen leider auch nicht. Anders als in Spielen wie Baldur's Gate oder Might and Magic. In Minecraft hilft Schlafen nicht, wenn man hungrig ist. Was mich auch ein bisschen verwundert, wo ich gerade über Schlafen und Heilen und so nachdenke, ist in AD&D, zumindest in den Computerspielen, ich weiß nicht, wie das
in Pen and Paper Spielen gehandhabt wird. Ich habe zwar jede Menge Pen and Paper Dungeons and Dragons Spiele gehabt, aber das Thema Krankheit war irgendwie nie groß ein Thema. Es gibt ja Krankheiten im Spiel, also zum Beispiel Krankheiten, die übertragen werden von Mumien zum Beispiel, oder halt andere Krankheiten, die man sich zuziehen kann. Und in den Computerspielen nach D&D war das immer so, dass die Krankheit erst weg ist, wenn man von einem Priester geheilt wird. Aber normale Krankheiten, wenn sie dann nicht chronisch sind, und nicht jede Krankheit, mit der man sich ansteckt, ist chronisch, die verschwinden ja von selber wieder. Man hat ja auch sowas wie ein Immunsystem. Und da frage ich mich, haben irgendwie bis auf Elfen, die immun sind gegen normale Krankheiten, haben die alle kein richtiges Immunsystem? Oder wie läuft das? Ich meine, verstehe ich nicht. Ne? Ich meine, in 3.0 und 3.5 war das so, dass Krankheiten nicht Lebenspunkte betroffen haben mehr, sondern die haben Attribute gesenkt. Und ich weiß nicht, wenn du Masern kriegst, dann sinken ja nicht dauerhaft deine Attribute, bis ein Priester kommt und irgendwas betet quasi. Ich weiß nicht, ich finde das einen relativ unrealistischen. Ich meine, das ist nicht der einzige unrealistische Bereich von Dungeons and Dragons, aber ist halt ein sehr, sehr unrealistischer, wenn man so drüber nachdenkt. Wow. Okay, also es gibt eindeutig mehr Höhlen als vorher, und da bin ich tatsächlich schon auf diesem Schiefer, auf diesem Deep Slate. Das ist gut, das heißt, ich bin relativ weit unten. Die Frage ist bloß, wie komme ich da runter und dann wieder hoch? Aber ich bin ja nicht einfallslos, darum habe ich eine Idee. Wir nehmen einfach den Gravel. Genau. Und bauen uns hier eine Kiestreppe. Da haben wir auch schon wieder Eisen, sehr gut. Aber wir wollen erstmal die Höhle ausleuchten, damit uns keine Monster überraschen hier. Und dann können wir ein bisschen Deep Slate abbauen und das Eisen. Und gucken, was hier sonst so. Au. Also man denkt immer, da ist irgendwas Signifikantes, weil da leuchtet's, aber in Wirklichkeit sind das nur diese Pilze, die leuchten. Und da ist ein Creeper. Ach Gott, ich hasse diese Viecher. Fuck. Oh, super. Da ist meine Treppe. Okay. Wo ist der Creeper hin? Der war doch eben hier noch. Interessant. Da haben wir Redstone, sehr gut. Den werden wir auch brauchen. Aber zu den abzubauen brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Eisen, ja.
Oh, sehr gut. Ah, okay, wo auch immer er war, er hat mich erwischt, verdammte Scheiße. Okay. Gucken wir mal, dass wir unseren Kram wiederfinden hier. Was wir vielleicht mal machen sollten, ist ein Schwert. Und wir brauchen sowieso ein neues. Neue Pickaxt. So. So. Pickaxt. Schwert. So, und du bekommst das zum Braten hier. Ach so, und ich habe natürlich jetzt auch wieder überhaupt gar keine Fackeln dabei, weil die liegen unten noch. Gut. Das kriegen wir aber gemanagt. So. Also am Anfang kann man gerne sterben, weil da verliert man nicht viel. Auf der Seite, oder? Jo, da ist mein Kram, siehst du wohl. Okay, das haben wir auch eingesammelt. Eisen hier oben, sehr gut. Oder habe ich doch Wasser gehört? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Eisen, um uns ein paar Eimer zu machen, damit wir eine Farm bauen können. Unsere Kartoffeln. Aha, da ist das Wasser. Okay. Führt das irgendwo hin oder sieht das nur schick aus? Oh, das führt irgendwo hin. Ist die Frage, ob ich jetzt wieder nach oben finde. Oh, da war ich schon. Okay. Gut. Interessant. Wie gesagt, nur den Eingang muss ich wieder finden. Das wäre ganz gut. Hier war nicht. Hier war, siehst du. Wir wollten noch den Deep Slate abbauen.
brauchen definitiv eine zweite Kiste. So. Ich muss sagen, die Höhlen, also die sind schon deutlich besser als bisher bei Minecraft. Oder es kommt mir nur so vor, oder es liegt am Seed. Aber ich habe den Eindruck, die sind deutlich größer, sehen natürlicher aus und man hat nicht das Gefühl, man ist immer in der gleichen blöden Höhle, sondern die haben auch so ein bisschen mehr Charakter, scheint mir. So. Gut, das kommt alles hier rein, da. Und ich brauche eine neue Kiste. Okay. Wollten ja eh hier vergrößern, ne? So. So, schauen wir mal. Mach mal nur das, was ich herstellen kann, genau. Will ich Kisten oder will ich Fässer? Braucht man eigentlich eine Axt zu dem, was ich hier mache, aber das wollte ich die ganze Zeit schon korrigieren. So. So, und dann machen wir hier mal eine Doppelkiste. Und hier kommen dann Baumaterialien rein. Und hier vorne kommen noch Rohstoffe rein und mache ich irgendwann noch mal eine Kiste für Essen. Sehr ruhig draußen. Okay. Okay, dann würde ich sagen, graben wir einfach weiter runter, wo wir runter gegraben hatten eh schon. Wir haben ja dieses Höhlensystem da einmal durchgeguckt. Da waren ein paar Rohstoffe, die wir gefunden haben, aber ansonsten war da ja nichts von Belang so richtig. Ich warte immer noch darauf, dass ich Moos finde oder sowas oder ein paar von den neuen Tropfsteinhöhlen oder sonst irgendwas. Aber das ist noch nicht der Fall. Wir haben auch in dem letzten Spiel haben wir nicht eine von diesen neuen, wie heißen die noch, diese Kristalle. Von diesen Kristallhöhlen gefunden. Mir ist der Name gerade entfallen für diese Calzone-Kristalle, wo quasi die Kristalle im Innern sind von einem Stein. Wie heißen die noch? Ich finde, Calzone-Kristalle ist vielleicht relativ guter Name, aber es gibt einen wissenschaftlichen Namen, den ich mal wusste. Irgendwas mit Geo. Geode, genau. Mal gucken, wie tief wir hier graben können, bis wir auf Bedrock stoßen.
Was wir auch mal ausprobieren müssen, ist in dem Spielstand vom also von dem letzten Update. Wie tief kann ich da graben in einem Chunk, der schon vorgeneriert war in dem anderen Update? Das könnte uns sagen, wie die Welten hier geupdatet werden. Wäre vielleicht mal ganz interessant. Also hier kriegen wir das eine relativ dicke Schicht Deep Slate. Meine Fresse, ist das viel Deep Slate. Und meine Fresse, dauert es lange, da durchzugraben. Schau an, da oben Deep Slate mit Eisen drin. Sowas gibt's auch. Sag mal, wie viel Deep Slate ist das? Guckt euch das an, verdammte Kacke. Und da unten haben wir Tuff, okay, oder Tuff, oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Wenigstens schneller. Und ich höre Spinnen in der Nähe. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo eine Höhle. Da muss ich das nehmen für. Weil da ist Redstone drin. Oh, wow. Hier ist eine große Höhle irgendwo. Ziemlich nah bei.
Ich könnte mir wieder meinen Schummelglitch zusammenbasteln oben, um zu gucken, wo diese Höhle ist, wo ich hingraben muss. Und könnte bei der Gelegenheit auch gleich. Warte mal. Machen wir gleich hier diese Kiestreppe zu einer richtigen aus Stein. So. Und bei der Gelegenheit können wir gucken, ob der Glitch noch funktioniert. Und wir sollten vielleicht Treppen machen, damit das Ganze hier ein bisschen schneller geht, weil das ist langweilig. Langweilig. So, der ist wieder fertig. Kriegt wieder Neues. Cool. Wie eine gut geölte Maschine. Machen wir Treppen aus Koppel. Das ist momentan kommt es nicht auf Schönheit an. 52 wird wahrscheinlich nicht reichen. Okay, das sollte reichen, denke ich. Was wollten wir? Genau, unseren Schummelglitch. Okay, ist gerade erst 3. Ich dachte, das wäre schon später. Oh, verdammt, wir haben überzogen. Dann fangen wir mit dem Schummelglitch beim nächsten Mal an. Ja, und dann schauen wir, wo diese Höhle ist und ob die vielleicht etwas interessanter ist als die beiden Höhlen, die wir jetzt schon gefunden haben, die zwar schick waren, aber wo halt nichts von den neuen Rohstoffen oder Pflanzen drin gewachsen ist. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Like das Video, bla 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 und drückt die Glocke.